Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und heute soll es um meine Community gehen. Um euch soll es heute gehen. Extra Intro für euch erstellt, weil ohne euch würde es diesen Kanal in der Form nicht geben. Ihr supportet das Ganze, ihr guckt euch die Bands an, ihr schreibt fleißig, ihr gebt Däumchen nach oben, ihr teilt die Videos vielleicht, keine Ahnung. Das finde ich absolut großartig und ohne euch würde es diesen Kanal wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ich meine, es ist zwar nur ein Hobby, aber wenn man natürlich immer wieder positives Feedback bekommt, ist das natürlich ziemlich geil. Und ich habe mir natürlich gedacht, okay, wie kann ich euch mit einbeziehen? Und deswegen werden wir in regelmäßigen Abständen, muss ich mal schauen, werde ich euch Fragen stellen, die ihr immer fleißig beantworten könnt. Das Ganze werde ich dann auch vorlesen. Ich habe ja diesmal ging es ja um die Frage, wie seid ihr zum Metal gekommen? Welcher Song hat euch umgehauen? Und dann wollte ich, dass ihr immer kräftig in die Tasten hämmert. Und tatsächlich, es gab 14 Kommentare, also über 10 Stück. Ich habe gedacht, da machen vielleicht nur 3-4 mit. Nein, es waren sogar wirklich richtig viele. Und das finde ich schon alleine ziemlich, ziemlich geil. Also das hätte ich so in der Form ehrlich gesagt nicht erwartet. Mir macht Spaß, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir das da noch nicht durchgelesen, weil ich das mit euch gemeinsam machen möchte. Und ich habe mir schon überlegt, wegen diesen ganzen Reaction-Anfragen und sowas, mir eventuell mal ein Discord zu erstellen. Da müsste ich mich drin lesen. Ich bin jetzt ohnehin mehr der Jüngste. Ich weiß zwar ungefähr, was ein Discord ist, aber so richtig, wie man es erstellt und so, halt noch keinen Plan. Da könnte man da auch wahrscheinlich eine extra Spalte machen für nur Bands mit Reaction-Anfragen, also eure Wünsche, dass ich die halt auch immer abarbeiten kann, weil mir natürlich auch immer schwer fällt, das immer nachzuvollziehen. Also ich schreibe mir das zwar meistens auf, guck auch nach, ob das so funktioniert, aber manchmal ja, verschwindet es dann einfach. Ja, ich meine, das ist eine riesen Bandbreite, die ich da wirklich kriege an Fragen, wo ich auch wirklich Lust habe. Ich habe jetzt persönlich auch wieder mal ein bisschen gesucht, Bands, die ich nicht kannte. Ja, zum Beispiel auch Civil War wurde vor kurzem erst angefragt und haben wir ja auch dann dementsprechend gemacht, klar. Kann ich halt nicht. Aus Leuten, aus ehemaligen Sabaton-Mitgliedern. Von daher vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant. Aber wie gesagt, heute soll es um die Community gehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei euch ist. Ich werde natürlich auch gleich noch kurz erzählen, wie ich zum Metal gekommen bin. Kurz und knackig. Weil ich habe das, glaube ich, irgendwo habe ich das schon mal erzählt. Und ich muss das ganze Thema ja nicht immer und immer wieder aufrufen. Von daher machen wir es kurz. Also ich bin damals mit meinem Bruder, mit meinem etwas älteren Bruder, zu einem Kumpel gegangen. Grüße gehen raus am Bob. Und da sind wir reingekommen in die Wohnung und da lief dann quasi das Intro von Nightfall in Middle-Earth von Blind Guardian. Ja, War of Wraith lief da und dann kam gleich Into the Storm hinterher. Und das war für mich wirklich, das war so, es hat einfach Klick gemacht. Und ich dachte mir so, oh Alter, krass, wer ist das? Es klang so geil, so fett, die Stimme, die Geschwindigkeit, die Power, die damals in diesem Album steckt, ja auch heute noch für mich eins der besten Alben aller Zeit. Mein All-Time-Favorite mit Somewhere Far Beyond. Und da hat er gesagt, ja, das ist ein Blind Guardian. Dann habe ich gesagt, ich so, naja, haben die im Album oder so, ich kannte mich ja in den Genre nicht aus, klar, sowas wie Metallica, Korn, sowas kannte man ja alles, weil es halt auch bei MTV und Viva, ich habe keine Ahnung, ob es Viva überhaupt noch gibt, auch hoch und runter liefen und das fand ich geil. Ja, und dann habe ich mir die Alben geholt, ein paar Wochen später sind wir dann zum allerersten Konzert, also mein allererstes Konzert überhaupt war dann auch Blind Guardian mit Freedom Call als Vorband, da hat man Freedom Call kennengelernt, die natürlich auch ihren Melodic Metal damals durchgezogen haben. Dann kam ja Hammerfall dazu und so weiter und so weiter. Und deswegen zählen für mich Blind Guardian zu den größten Bands aller Zeiten. Die bringen jetzt auch ein neues Single raus. Kommt natürlich auch definitiv ein Video zu, keine Sorge. Aber jetzt soll es um euch gehen. Und deswegen springen wir direkt rein in Abschnitt die Community. So, ich weiß, sieht ein bisschen blöd aus, weil ich irgendwie nach Dark gucke. Irgendwie gucken wir nach da, aber der Text ist irgendwie dort, da, irgendwie, naja, da, nee, da. Aber lässt sich jetzt nicht ändern, weil ihr könntet jetzt auch verdrehen, dann sieht halt oben irgendwie alles kacke aus. So, ja, hier haben wir es ja nochmal und wir fangen direkt an. Ich bin sehr gespannt. Verzeiht es mir, wenn ich irgendeinen Namen falsch ausspreche. Okay, wir fangen hier an mit Okami Hizuki.
Ja, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Auf jeden Fall Däumchen nach oben, Herzchen hier raus. Und dann lehnen wir mal auf. Ich bin tatsächlich über Shanti Rock zum Metal gekommen. Erst haben mich Santiano etwa 5 Jahre begleitet, bevor sie von Sabaton abgelöst wurden. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere Santiano. Es gibt 1, 2 Alben, die wirklich richtig, richtig geil sind. Die mag ich auch so richtig so, ja, Piraten-Spaßmusik, Piratenschlager, keine Ahnung, wie man es nennt. Ich finde es geil. Ich finde die Musik richtig gut. Ja, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, wirklich Santiano mal zu hören. Zumindest die etwas älteren Alben, die neuesten, keine Ahnung. Und Sabaton, ja, ist wahrscheinlich so mit einer der Bands, in dem man so in den Power-Metal-Genre rinspringen kann. Riley Mushroom schreibt: AC/DC, Metallica, Bullet for My Valentine, hab mehrere CDs, Eskimo Callboys waren viele Jahre auf meiner Playlist. Ich glaube, die heißen jetzt Electric Callboy, war, weil ich irgendwie wegen dem Eskimo irgendwelche Probleme habe. Durch meinen Sohn habe ich dann Sabaton kennen, und zwar hörte er sich mit Gott mit uns an, hatten wir ja letztens erst dieses Battle of the Bands mit Feuerschwanz, dann entdeckte ich das Video zu Bismarck, das ist natürlich ein fettes Video, und bin vollends bei Sabaton gelandet. Dadurch stolperte ich auch über Tommy Johansson, entdeckte seine Band Majestica, X-Rank-Seed, das Album Above the Sky, das Christmas-Album und jede Menge anderer Sachen von ihm. Jetzt pendle ich zwischen Sabaton und Tommy. Ja, also man merkt, Sabaton, ich glaube, ist in der heutigen Zeit oder in den letzten Jahren extrem gewachsen, und ich denke mal, da kann man nichts falsch machen. Tommy Johansson, absolut großartiger Musiker, absolut fantastischer Sänger. Die Band Majestica feiere ich total, kann ich absolut nachvollziehen. Majestica wäre für mich damals einsteigerfreundlicher gewesen als Sabaton. Die Sabaton-Geschichte kennt ihr, müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen. Finde ich auf jeden Fall super. Riley, schön, dass du dabei bist. Danke für deinen Kommentar. Flunky Balls. Durch MTV und meinen älteren Bruder bin ich zum Metal gekommen. Erstes Lied war I Disappear von Metallica. Oh, das war zu Mission Impossible 2 oder sowas. Ich liebe diesen Song. Habe ich auch mal in einer Karaoke-Bar gesungen. Ja, da lief wirklich nur die Musik und der Text stand vorne katastrophal. Aber die Leute haben mich gefeiert. Das Ding war, vor mir war ein Asiate. Und ich dachte mir so, ja, okay. Und der hat ich weiß nicht mehr, was der gesungen hat, der hat irgendeinen Song rausgebrettert und die Leute haben den gefeiert. Und dann kam mein Name und ich so, das war's. Also auch mal so kleine Geschichten von mir. Was mich aber richtig umgehauen hat, war das Jugulata-Album von Judas Priest. Jugula-Album von Judas Priest. Ich kenne von Judas Priest nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fasse mich halt kurz. Ist doch völlig in Ordnung. Des Weiteren war ich begeisterter In Flames und Paradise Lost Fan. Meine Liebe ist Unleashed the Archers. Ja, Unleashed the Archers hat man ja nur einen Song gemacht. Müssten wir auch mal wieder mehr hören. In Flames wollte ich auch mal was machen und Paradise Lost. Die sagen mir tatsächlich sogar was. Echt langsamer Regen, oder? Und Judas Priest, ja, da kenne ich so halt so die gängigen Klassiker, sowas wie Painkiller oder Breaking the Law oder Turbo Lover oder irgendwie sowas. Oder Turbo Raider, ich weiß es jetzt gar nicht. Kenne ich auch, aber ich bin halt auch kein großer Judas Priest Fan. Ich müsste mal ein Video über Bands machen, die ich nicht verstehe, aber die riesengroß ankommen. Ohne jetzt irgendwie Hate aus, aber einfach nur, damit die Leute mir mal sagen können, wieso, weshalb, warum sie die Bands so geil finden. Würde mich einfach nur mal interessieren, ne? Auf jeden Fall, Flunkybots, danke für deinen Kommentar. Und kann ich absolut nachvollziehen. Aber Metallica, I Disappear, das war damals auch noch, glaube ich, noch vor Metallica, vor Blind Guardian, glaube ich, sogar bei mir. Weiß ich nicht. Sarada. Ich sage einfach mal Sarada mit einem Smiley hinter. Zum Metal bin ich gekommen über meinen Stiefdepp im Kindesalter. Iron Man, Testament und Korn. Ja, gut, ich kenne auch einen Kumpel, eine ehemalige Freundin, die hatte auch einen Stiefvater. Und da kamst du in die Wohnung und sie hat gesagt, ja Gunnar, das wird was für dich sein. Und der hatte irgendwie so ein gefühlt 40 Quadratmeter Wohnzimmer. Also ein halbes Zimmer, Schlafzimmer. Und die ganze Wand, die größte Wand, war komplett voll mit CDs, Vinyls, Kassetten teilweise noch. Weil der Typ das auch ewig lange, der Stiefvater hat das schon ewig im Kindesalter gesammelt. Da fandest du auch alles. Da war alles von A bis Z, auch alles alphabetisch geordnet. Das war boah, krass. Da waren halt auch Iron Maiden, Testament, Korn drin. Also die ganzen Klassiker. Klar, auf jeden Fall. Iron Maiden und Korn kannte ich auch schon. Wie gesagt, aber nie. Iron Maiden habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Ich kenne kein Album durchgängig von Iron Maiden, gar nicht. Aber ich finde die live absolut eine Wucht. Disco Dieter, Grüße und schön, dass du immer, wenn möglich, natürlich beim Twitch-Chat dabei bist.
Größerer Text finde ich gut. Ich versuche mich kurz zu fassen. Leute, ihr müsst euch nicht kurz fassen. Um Gottes Willen. Haut in die Tasten, schreibt Texte. Ich will mal kurz gucken, ob der Kenny dabei ist. Kenny ist dabei, weil Kenny ist immer so ein Kandidat. Erstmal Grüße raus an Kenny. Der schreibt solche Texte. Finde ich immer super interessant zu lesen. Und ich bin immer etwas traurig, wenn ich da nur so einen kleinen Satz antworte. Aber dazu später. Diskutita. Okay, legen wir los. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also los ging es im Alternative-Bereich. RATM, Pepper Roach, Disturbed und so weiter halt. Dann habe ich erstmal in Richtung Power Metal bewegt, also Within Temptation, Sabaton, Gamma Ray, wieder Sabaton, na klar. Davor bin ich aber jetzt total weg. Es tut mir leid, bitte bann mich nicht von meinem Kanal. So, das gut, ich da schon mal notieren. Dann ging es so langsam los mit so Stoner Doom und Classic Doom wie Stone Jesus, Electro Wizard, Candlemass. Kenne ich auch nur Candlemass. Electric Wizard sagt mir was. Würde ich auch mal ein Video machen. Das ist mir dann aber irgendwie langsam langweilig geworden und dann habe ich den Gothic Metal entdeckt und vor allem Typo Negativ, bis heute einer meiner absoluten Lieblingsbands, und Paradise Lost. Durch die ging es dann langsam ins Extremere. Erstmal My Dying Bridge, dann Funeral, dann kam Swallow the Sun, meine absolute Lieblingsbands, und jetzt dümpel ich so langsam in der herrlich depressiven Funeral und Death Doom Super. Sehr gut. Ah ja, und ich habe irgendwann auch noch Depressive Black Metal für mich entdeckt, kann ich aber zeitig nimmer einordnen, war halt auf einmal da. Alles in Ordnung. Ich hatte zwischendrin so Phasen wie zum Beispiel Metalcore sehr gefühlt, aber das ist auch wieder vorbei. Zum Glück. Das weiß ich nicht. Achso, das war's schon. Okay. Also, ich finde, es ist ein schöner Werdegang. Ja. Also Alternative, klar, Papa Roach hat man damals auch gehört, Disturbed ging so bei mir, Sabaton, ja, also Power Metal und dann die ganzen Stoner Sachen finde ich gar nicht so schlecht. Bei mir war es damals so, ich habe ja damals Power Metal sehr lange gehört, dann kam Cradle of Filth dazu, Dimmu Borgir, das war so dieser Einstieg ins Black Metal. Da wollte ich mehr Black Metal hören, dachte mir so, nee, Black Metal ist irgendwie kacke, also für mich kacke, für euch kann es natürlich super sein. Und bin dann zum Death Metal, so Cannibal Corpse, Six Feet Under. Und da habe ich mich dann auch eine ganze Zeit lang wohlgefühlt, bis ich dann halt wieder zum Power Metal bin. Mittlerweile habe ich da Power Metal zwar immer noch mein Favorite, aber ich fächer mich mittlerweile sehr groß. Und ich finde Disco Dieter ein sehr schöner Werdegang. Und ich finde, das hätte noch länger sein können. Ich finde sowas interessant. Ich mag sowas. Okay, Sonny Black. Ich weiß jetzt nicht, ob männlich oder weiblich. Ja. Also, nimmt es mir nicht böse. Sonny Black. Okay, erstmal bab. Auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Hey Krokette, ich bin zum Metal gekommen durch einen Arbeitskollegen, der sich in der Pause immer gepflegt Metal gönnt, und das Lied von, was mich umgehauen hat, ist Prophecy of Ragnarok von Brothers of Metal. Absolut großartige Band, Brothers of Metal. Seit ich die entdeckt habe, ich glaube, das war sogar auch Prophecy of Ragnarok oder Gods of War, aus ihrem ersten Album, glaube ich, feiere ich total. Ich mag die Band total, auch wenn die gefühlt irgendwie, naja, Hass, weiß ich nicht. Also es gibt da sehr viele Probleme wegen dem Bandnamen Brothers of Metal, weil sie ja nun auch eine attraktive Frau dabei haben und Brothers of Metal. Die nehmen sich halt nicht ernst. Ne? Die wollen halt so True Metal machen, aber halt nicht in diesen extrem ernsthaften. Mit diesem extrem ernsthaften. Das finde ich super und das mag ich auch. Ich finde die Videos super, ich mag den Sound und ich will sie unbedingt live sehen. Habe ich mega Bock drauf, kann ich absolut verstehen. Prophecy of Ragnarok ist, denke ich mal, ein super Einstieg ins Metal-Genre. So, wieder ein etwas längerer Metal Night Witch. Grüße gehen auf jeden Fall erstmal raus. Däumchen und Herz sind da. Also, ich habe so mit 14 angefangen, Hosen, Ärzte etc. zu hören. Ja, kennt man, Klassiker. Die wurden dann erstmal vom totalen Gegenteil abgelöst. Jetzt bin ich gespannt. Kelly Family, Prinzen und so weiter. Witzig, ich war bei den Kelly Families auf dem Konzert und die Prinzen höre ich jetzt seit wenigen Tagen, Wochen auch wieder intensiv. Ich mag das. Ich mag diesen Spaß, diese Spaß-A-Cappella-Musik. Ich mag die Stimmen, die da drin sind. Obwohl ich jetzt der Mann im Mond habe ich jetzt gehört und finde das ganz schön verstörend, was ich da gehört habe. Aber okay. So mit Fremdgehen so. Irgendwie klingt das so. Dann habe ich mit 22 meinen damaligen Freund kennengelernt und ab da ging es dann über Gothic Rock, Mittelalter Richtung Metal. Bin jetzt so seit gut 15 Jahren Metalhead. Yeah! Mittelalter. Kam ich auch. Eine ganz große Subway to Sally Phase hatte ich damals. Live umgehauen haben mich in Extremo, Subway to Sally, R.E.M. R.E.M.? Meinen wir jetzt Band da? Nee, wa? Das
ist bestimmt eine Abkürzung für irgendwas, was mir gerade so spontan nicht einfällt. Iron Man, Priest und Sabaton. Da haben wir wieder Sabaton. Außerdem höre ich Melodeath. Je älter ich werde, desto mehr höre ich auch aus Musik, die früher nur Krach waren. Die Musik heraus, Amon Amarth, Children of Bottom und so weiter. Also altersmilde von wegen. Eher je oller, je doller. Finde ich gut. Finde ich absolut großartig. So muss es sein. Dabei belasse ich es, wenn ich dir alle Bands aufzähle, die ich mag. Und warum sitze ich morgen noch hier? Hättest du gerne machen können. Ist überhaupt kein Problem, Leute. Es geht ja hier um euch. Es soll ja hier um euch gehen, nicht um mich. Ich hatte immer nur ein bisschen was dabei. Also das Mittelalter hatte ich auch ganz groß. Subway to Sally war eine riesengroße, sehr, sehr lange Phase. Höre ich heute auch ab und zu mal wieder. Und nur die etwas älteren einen, so bis Engelskrieger, glaube ich. In Extremo nur verehrt und angespielt. Die restlichen Alben fand ich nicht so berauschend. Und Shantmore, die haben einen neuen Song rausgebracht. Müsste ich noch was zu machen. Iron Maiden, wie gesagt, live absolute Granate. Aber Iron Maiden und Priest nie ein Album gehört. Müsste ich vielleicht mal machen, aber bei Priest... Ich weiß, Rob Halford ist für viele eine Legende und das verstehe ich auch. Und die haben jetzt was 50-jähriges Bestehen oder sowas, schon 55, weiß ich gerade gar nicht. Für mich zu anstrengend persönlich. Ohne die Leute jetzt anzugreifen, aber ist halt Geschmackssache, ne? Metal Nightbridge, auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Daniel Emmerich, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ich lese gerade Hammer vor hier unten schon beim Klicken. Als Kind mochte ich schon Hardrock-Sachen wie Bon Jovi oder Guns N' Roses. Ja, Bon Jovi höre ich heute noch mega gerne. Endgültig Metal wurde ich dann durch Hammerfall. Wahrscheinlich war es Hearts on Fire. Power Metal war meine große Liebe und ist es bis heute. Ja, also Hammerfall mit Hearts on Fire oder In Fire. Ich glaube, Hearts on Fire heißt es. Absolut Brechersong. Absoluter Brechersong. All-time favorite Songs. Immer in jeder Playlist. Ist einfach, das ist so richtig oldschool Power Metal mit Glory und was noch? Der Hammer, Fire, da war einfach alles dabei und ich habe das gefeiert. Die haben auch eine wunderschöne Live-DVD. Also nicht da, wo sie in Valhalla oder sowas spielen, auf dieser kleinen Insel da. Nee, wirklich alt, wo sie noch in ihren True-Metal-Sachen da durch die Gegend gelaufen sind. Absolut hart gefeiert habe ich das. Kann ich absolut verstehen. Hammerfall mit einer der besten Einstiege damals auf jeden Fall. Glory to the Brave, das erste Album durch von denen, absolut der Wahnsinn. Blade 77, Grüße, auch ebenfalls ein treuer Fan, wie viele von euch. Danke auf jeden Fall dafür. Und ich dachte schon, jetzt kommen Wahrheit oder Pflicht. Nein, ich hatte schon immer ein Ohr offen für etwas Rockiges, Gitarren, Drums etc. Wobei meine Richtung in der Jugend eher Eurodance, Hardtrance und sowas war. Aber vor einigen Jahren, glaube ich so ca. 2015, habe ich per YouTube einen Vorschlag von Dream State Book featuring Elise Wright bekommen, die ich nicht kannte. Und das war der Einstieg zu Amaranth und das Power Metal. Ja, Elise Wright, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Die ist aber auch scharf. Also, die hat auch eine Stimme, Wahnsinn. Klar ist aber auch das, dass ich viele andere Genres und höre und nicht nur Metal. Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Also, ich höre zum Beispiel auch, ich höre auch alles. Ja. Ich höre auch ein bisschen Hip-Hop, da nicht so viel, aber mittlerweile habe ich so. Ja, das mag jetzt dumm klingen, also richtig alten Rap, so 50 Cent, wirklich die alten Sachen. Ferris MC, da gab es auch einen Song, Echo Fresh, ja, die Abrechnung feiere ich total. Ist halt so nicht dieses härtere Hip-Hop, ja, da wird man mich jetzt für auslachen, aber der Song war halt wirklich, wirklich genial. Oh, Kenny fisst sich kurz. Also kann ich absolut nachvollziehen, man sollte sich auch offen halten. Ich liebe zum Beispiel auch Scooter, feiere ich total, oder generell Songs mit ordentlich viel Bass drin, macht mega viel Spaß. Man sollte sich ruhig offen halten. Es gibt so viele schöne Musik auf dieser Welt. Natürlich gibt es auch mega Grotze und Kacke, muss man leider auch dazu sagen, aber gehört nun mal mit dazu. Blade 77, danke, dass du dabei bist. Danke für den tollen Support und die ganzen tollen Vorschläge. Aber kommen wir zu Kenny. Kenny, auch treuer Fan, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also absolut toll, schön, dass du dabei bist. Schreibt sonst immer ellenlange Texte, ja. Und ich antworte immer mit zwei Sätzen. Tut mir leid, aber es ist halt immer so eine Zeitfrage. Grias D. 1990, im zarten Alter von 9 Jahren, die Injustice for All von Metallica. Damals auf Kassette. Ne, Kassette kennt vielleicht nicht mehr jeder, aber ich denke, jeder, der auf dem Kanal ist, wird Kassetten wahrscheinlich noch kennen. Zu Metallica kamen dann noch Deep Purple, Thin Lizzy, Europe Heap, The Who und Hammerson Like Palmer hinzu. Kenne ich gar nicht. Also die hier. Ich weiß mal gar nicht, ob man das so sieht. Doch, die kenne ich gar nicht.
Die sagen mir gar nicht. Der Rest sagt mir was. 1997 dann ab zu Bands wie Dark Funeral, Gorgoroth etc. Und dann das Debütalbum von Children of Bodom, Something Wild. Den Rest kennt man aus meinem Roman oder Kommentar. Liebe Grüße. Grüße gehen raus zurück, Kenny. PS, meine derzeitigen Bands und deren Ziele würden den Rahmen sprengen. Das müssen wir halt echt mal machen. Gorgoroth wollte ich auch mal machen. Dark Funeral hatten wir ja nun, glaube ich, einen Song gemacht. War, die waren jetzt unter Central Media Records, glaube ich, haben wir mal gemacht. War, glaube ich, nicht meins. Gorgoroth hatte ich auch einen Song gesehen, den ich machen wollte, weil ich die Band auch nicht kannte. Also vom Namen her kenne ich sie, aber halt keinen direkten Song. Kenny, danke auf jeden Fall. The German Metalhead, auch Grüße auf jeden Fall gehen raus. Man sieht sich auch oft Rolling Stones, Rammstein, Black Sabbath und dann Iron Maiden sehr viel gehört. Ja, Rolling Stones, auch so eine Geschichte. Muss man vielleicht in der Zeit mit aufgewachsen sein. Kann ich persönlich nicht viel mit anfangen. So. Gibt ein paar geile Songs, ohne Frage. Black Sabbath ist genau dasselbe. Ja, obwohl ich eigentlich, mein Gott, ich bin jetzt nicht in der Zeit geboren. Aber, ja, weiß ich nicht, ist ja Geschmackssache. Ne? Wenn man natürlich damit aufwächst, wie sich durch einen Vater oder durch die Familie, Freunde, ist es natürlich was anderes. Ja, ich kenne jetzt auch keinen, der intensiv Iron Maiden oder Black Sabbath zum Beispiel hört. Rammstein, da gehen die Grüße raus an Chrissy auf jeden Fall. Ein guter Kumpel, der ist ein Rammstein-Süchtiger, der sammelt alles von A bis Z. Finde ich super. Aber letztens auch bei Moshpit Passion hat er auch die Frage gestellt zwischen Reise, Reise und Mutter, welches das beste Album ist. Für mich ganz klar Mutter. Absolutes mega, mega Album. Grief Forest. Grüße gehen auf jeden Fall ebenfalls raus. Metallica featuring Ozzy Osbourne, Iron Man bei der Rock'n'Roll Hall of Fame Induction 2009. Müsste ich auch 2009 oder 2010 gewesen sein. Dann habe ich so 3 Jahre nur Metallica gehört und im Sommer 2013 wurde ich dann wirklich passionierter Metal-Hörer. Einerseits den Metal Hammer mit Black Sabbath, Titelstory, daraufhin einige Alben gekauft wie Immorte, Vatan, Death Dealer, Fintroll, Theake, sagt Beofert, Autopsie, Heaven Shall Burn, Amon Amarth, Gamma Ray, Motorhead. Und andererseits bin ich in einem Paul Dian Live-Konzert in Schweden gestolpert und habe so Iron Maiden entdeckt, die bis heute neben Sabbath zu meinen Lieblings-Metal-Bands gehören. Was ist denn Paul Diano? Wer ist der? Paul Diano? Kleiner Augenblick. Das ist der ehemalige Sänger von Iron Maiden. Der wurde 1981 durch Bruce Dickinson abgelöst. Ach, guck an. Okay, wusste ich auch nicht. Aha, okay. Wo waren wir? Hör noch. Hör aber seit Tag 1 irgendwie alle möglichen Subgenres hatte, also nicht so den typischen Einstieg mit Heavy oder Power Metal, sondern alles mögliche auf einmal. Lag vielleicht daran, dass meine Eltern auch Hard Rock hören und ich harte Gitarrenmusik gewöhnt bin und ich sofort in Extrem-Metal-Gefilde abgetaucht bin. Ich finde das super. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man den Eltern sagt, sie dürfen das und das nicht hören. Klar, ich habe auch einen Sohn, wenn der da ist, hören wir mehr Radio, also das Aktuelle. Ich würde ihn jetzt nicht mit Death Metal oder Black Metal um die Ohren kloppen, das ist jetzt, würde ich jetzt auch nicht so geil finden, aber schlussendlich. Ja, mein Gott, wenn die Kinder damit groß wären, warum denn nicht? Und wenn er sagt, er will mal was hören von der und der Band, dann machen wir das auch. Ne? Sei denn, es ist jetzt irgendwas Rassistisches, dann natürlich gibt es sowas hier nicht. Das würde ich auch strikt verbieten. Aber so an sich ist es eine schöne Geschichte. Und wieder dazu gelernt. Paul Diano kann ich vorher auch nicht. Ehemaliger Sänger vom Iron Maiden. Schön. Danke, Grief Forest, für deinen schönen Text. Robert Stickler, grüße dich. Mehr Anzeigen. Bei mir waren es im zarten Alter von 14 AC/DC mit Highway to Hell, hatte einen Schulkollege auf Kassette und ich habe sie ihm dann um 20 Schilling abgekauft, nur wegen dem Song. Dann kam Iron Maiden mit dem Album Killers dazu. 20 Schilling, ja. AC/DC natürlich auch ein großer Einstieg. Auch eine Band, die viele geile Alben, viele geile Songs oder Alben haben, kann ich aber auch nicht mega viel mit anfangen. Irgendwann kriege ich wahrscheinlich eine Achse im Rücken, finde ich den Aussagen. Aber ich mache die Band ja nicht schlecht, ich verstehe es halt nur nicht. Elektro, mit dem Killers-Album beim Elektrohändler gekauft. So
So war es damals. Dann Judas Priest, Saxon, Motorhead, so hat es begonnen. Später dann Slayer, Megadeth, Metallica etc. Jetzt bin ich 55 und kann mir mein Leben ohne Metal nicht mehr vorstellen. Bin zwar, was werde ich jetzt, 35? Ich werde 35 dieses Jahr. Kann ich aber absolut nachvollziehen. Also mir fehlen zwar 20 Jahre, hups, aber kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt fast keine Sparte, die ich nicht höre. Black Death, Trash, Power, whatever. Doch meine große Liebe ist der klassische 80er Metal Rock. Liebe Grüße aus Wien. Grüße auf jeden Fall nach Wien zurück aus Berlin. Und 80er Jahre Metal feiere ich auch total. Also absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, was dieses oder 80er, 90er Jahre, was die so, wie die uns so geprägt haben, das finde ich absolut mega. Aber es ist einfach, ich weiß auch nicht. Irgendwas haben die damals gemacht, was einem so im Ohr geblieben ist. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob die Musik damals noch ehrlicher war. Keine Ahnung, das soll jetzt auch nicht böse klingen. Aber irgendwie hat man so das Gefühl. Na? Heute kommen so viele Bands, die versuchen, eine Band nach der anderen nachzumachen, was ich extrem schade finde. Aber gut. Aber ich glaube, 80er, 90er war dieser Boom vom Metal auch so extrem, glaube ich. Ne? Hui! Hier ist mal ein langer Text. Music Connects. Erstmal gehen Grüße raus an Music Connects. Und schon mal danke für den langen Text. Jetzt bin ich sehr gespannt, was hier drin steht. Den Einstieg in die Rockszene machten bei mir Green Day mit dem American Idiot Holiday Know Your Enemy. American Idiot von Green Day. Kennt wahrscheinlich jeder, lief damals extrem hoch und runter. Haben sie dann eine lange Zeit sehr gesuchtet. Also Anfang war mehr in der Rock-Pop-Punk-Schiene unterwegs. Das wurde mir dann irgendwann zu eintönig, beziehungsweise wollte ich was mit fetteren Drums, Beats und Riffs. Als nächste Stufe mehr zum richtigen Rock, Hard Rock kamen dann Skillet, die meine Lieblingsband waren, hatte die sehr gefeiert Songs wie Awake and Alive und Hero. Dann kam ich mit Bullet for My Valentine in Berührung und zwar mit dem Song Your Betrayal. Dieser Song hat mich sofort gefesselt, kenne ich zum Beispiel gar nicht. Und dachte mir, das haut rein. Das war der Einstieg zum Metal bzw. zur Metalcore-Szene. Darauf folgten Bands wie Breaking Benjamin, Avenged Sevenfold, Slipknot. Klar, Slipknot auch mega bekannt. Heute tendiere ich zur Metalcore Symphonic Metal-Seite. Eigentlich ist es relativ egal. Hauptsache es klingt gut, ohne Musik nicht sofort in irgendeine Schublade. Völlig in Ordnung. Heute höre ich Bands wie Future Palace, hatten wir ja auch, Breath Atlantis, Ad Infinitum, The Raven Age, Archetypes Collide, Sabaton, Feuerschwanz, Say Your Sales, Nightwish, Cold Rain, Disrepances, Beartooth, es gibt Bandnamen, wirklich, also, ja, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, schmeißt mir nicht bitte frühzeitig die Achsel in den Rücken. Das war nicht so meins, wo ich nie so richtig angekommen werde, ist Death Metal. Ja, Death Metal ist auch eine Sache, glaube ich, das muss man wirklich mögen. Ich feiere das zum Beispiel viel, viel mehr, also 100 Mal mehr als Black Metal. Black Metal ist zum Beispiel auch eine Sache, komm, verstehe ich nicht. Meine Top 5 momentan sind Ad Infinitum mit Inferno, Future Palace mit Paradise, Breath Atlantis mit Overdrive und Earthquake. Kann mich nicht wirklich entscheiden, muss man ja auch nicht. The Raven Age mit Seventh Heaven, Grave of the Fireflies, Archetypes Collide mit Undertow. Okay, müssen wir vielleicht mal reinhören. Wäre cool, wenn du mal zu Breath Atlantis mit Overdrive und Earthquake reagieren könntest. Genauso zu Future Palace mit Heads Up sind deutsche Bands, um ihm etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Ne, das ist doch gut. Was ich dir empfehlen würde, wären The Raven Age mit Seventh Heaven oder Grave of the Fireflies. Wäre, glaube ich, genau was für dich. Vielleicht könntest du ja direkt drauf. Wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich euch auch, je nachdem, wann ihr das hier seht. Auf jeden Fall mega, mega geil. Also es hat mir persönlich richtig Spaß gemacht und es ist schön zu sehen, wie die Leute zum Metal kommen. Das ist unfassbar wichtig. Ja, und damit nähern wir uns leider schon dem Ende. Ich werde mir mal ein Thema überlegen, was wir nächstes Mal machen können. Wie gesagt, haltet euch nicht zu kurz. Haut gerne in die Tasten. Ich finde das super, super mega interessant. Ich werde mich mal in den nächsten Wochen, Monaten mal mit diesem Discord beschäftigen, was das ist. Dann können wir da unsere Reaction-Wünsche immer reinschreiben. Ist für mich dann auch vielleicht einfach leichter zu finden. Auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen. Und ich freue mich schon auf das nächste Community-Event mit euch. Und ich wünsche euch was. Schönen Tag, schönes Wochenende, schönen Urlaub, je nachdem, wann ihr das sehen solltet. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure ganzen tollen Kommentare. Und Grüße gehen raus an jeden Einzelnen. Danke, dass ihr dabei seid. Bis dann. Ciao.